Papa, musste man zum Mal telefonieren? Ja, unbedingt. Typisch Eltern. Oh, du bist ja wieder da, Veronika. Ich klatsch gerade den Endboss alleine. Ich war eigentlich mit anderen drin, aber ich bin dann rausgeflogen, als ich dann hier runtergekommen bin, wo man den eigentlichen Endboss dann bekämpfen tut, und ich guck mal, ob ich den alleine klatschen kann. Aber es sollte nicht allzu schwer sein. Es gibt ihn doch endlich mal aufs Maul, Magna Malo. Ah. Wow. Nimm doch. Ah, ich muss hier auf die Muschi schießen. Oh nein. Muss gegenhalten. Ja, ist doch schön, das ist Feuerkind. Ah. Ne? Naja, du musst die dann teilnehmen oder wer nimmt da drin teil? Nein, komm schon. Geh da hin. Ja, nein, was machst du, Idiot, denn? Nimm das! Auf zu lachen. Ja, das seien sie alle. Wann stirbt das Ding endlich? Ich hab langsam keine Geduld mehr. Oh shit. Mein Geduldsfaden platzt nicht, mein Geduldsfaden reißt. Wieso treffe ich denn nicht? Wie kann ein Monster mit einer so fetten Hitbox von mir verfehlt werden? Au. Au. Papa, kannst du mal aufhören, das so laut abzuspielen? Dankeschön. Du solltest dir doch jetzt was essen machen und dann ins Bad. Warte. Ja, warte, Papa, warte. Nee, warte, 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 warte. Nee. Nochmals, warte. Und ich dachte, ich schaffe es, ohne einmal ohnmächtig zu werden. Wie enttäuschend. Geh doch ein.
Naja. Nein, was mache ich denn? Klatsch diesen Boss, und wenn es das letzte ist, was ich heute mache. Ich klatsch diesen scheiß Endboss alleine. Ich lass mir das doch nicht versauen, wenn ich rausgeschmissen werde. Hoi, wie geht's? Ah, das muss. Ich kämpfe gerade gegen den Endboss aller Endbosse. Zumindest denke ich das. Das ist der stärkste, den ich bekämpfen kann momentan. Eigentlich soll man den nur online bekämpfen, aber ich mach's jetzt mal alleine, weil ich rausgeflogen bin wegen meiner Internetverbindung, obwohl ich ein LAN-Kabel habe. Ja, das findet mein Papa lustig. Ja, der Apex Azurus, den habe ich schon im Alleingang geklatscht, aber hab gemerkt, dass man da nur Sonnenbrille rausbekommt. Ich hab den im High Rank besiegt. Warte, Papa. Ich hab den im High Rank besiegt, alleine. War gar nicht mal so schwer, weil ich das Kampfmuster aus der Randale. Oh, hab den geklatscht. Halt den Mund, Papa. Hör auf rumzugehen. Ich nehme gerade auf. Ja, der hat sich da hinten einfach hingepflanzt. So. Und der Papa hieß der Parasit. Nein, tust du jetzt nicht. Doch. Ach Leon, mein Papa hat gestern Frikadellen gekocht, die haben so geil geschmeckt und wir haben noch ein paar übrig und deswegen mach ich die mir jetzt warm, dann kann ich die nochmal essen. Sind mit so einer leckeren Soße noch dabei und Reis. Schmeckt richtig lecker. Reis. Ich sagte Reis, nicht Dreis. Oder habe ich Dreis gesagt? Okay. Okay. Ich dachte, du tust essen. Ich dachte, du tust essen. Boah, nee. Die haben überhaupt nicht geschmeckt, die Frikadellen, die sie da gemacht haben. Ja. Die zwei können nicht kochen und allgemein auch nicht geschmeckt. Ja, man macht einfach kein Ei in Hackfleisch rein. Das gehört da einfach nicht rein. Ich finde, das gehört nicht da rein. Mit Eiweiß. Beides. Ah ja. Ja.
Jetzt wird mein Onkel mal wieder prüfen, ob die Klingel funktioniert. Swaus. Hallo Sebastian. Hallo Philipp. Hab dich wie? Hab dich auch lieb. Ja, das könnte ich sein. Weißt, vor allem beim Kochkurs ist es so, wir müssen 60 Euro alle 6 Monate mitbringen und das Essen schmeckt einfach überhaupt nicht. Weder die Kekse noch irgendetwas anderes hat geschmeckt. Ich habe einfach nur mit dem Bauch vollgeschlagen, weil ich mega Hunger hatte. Und dann habe ich es einfach mal ignoriert, dass wir weder Ketchup noch irgendwas anderes benutzen durften, was das Essen auch nur annähernd irgendeinen Geschmack verleiht hätte, den ich begehren würde. Wir durften gar nichts benutzen. Wir sollten das einfach roh, einfach so essen. Nee, danke. Ja. Ach so. Also, mega geil. Also besser als mega geil, das ist. Soll ich dir helfen bei diesem Scheißvieh? Ich hasse den auch. Echt? Cool. Ach du Scheiße. Ich hab den halt in der Vent-Quest geklatscht. Achso, ja, das ist bei Randale, Dings ist da so. Da hast du mehrere Leben, glaube ich. Denke ich mal. Oder du hast dich verzählt. Und zwar kräftig, wenn du vielleicht was getrunken hast oder so. Ich habe halt Eile mit Weile alleine gemacht, also im High Rank, die Vent Quest, wo du einen Apex Azurus besiegen musst. Und dann kriegst du einfach nur eine scheiß Sonnenbrille, die ein Zweier Geologe hat. Daumen hoch. Alles Werte, die ich auf jeden Fall gebrauchen kann. Warum gehe ich denn ständig zur Objektetruhe? Ich lade dich mal ein. Erschreck dich aber nicht, wenn du meinen Jägerrang im Vergleich zu gestern siehst. Nein, noch nicht, leider. Wäre ich aber gerne. Ey, lass weg. Ab 50 levelt das übelst langsam. Hahaha, ha, ha, witzig. Yeah, yeah. Das ist gemein. Ich muss ungefähr 3 oder 4 7-Sterne-Quests machen, um einen Rang aufzuleveln. Das hat sehr lange gedauert. Aber ich habe fast 80 erreicht. Ich habe jetzt alle Sprechblasen optionalen Quests abgeschlossen. Oh Mann. Ja, ist sie. Und ich frage mich echt, was sie da gerade dran machen. Der war gut. Oh Leute, man kann sich auch hier hinsetzen. Obwohl es logisch. Aber statt der Platz für was anderes da. Je, je, hab's kapiert. Nichts. Dauert nicht mehr lange. Oh shit, ich sollte vielleicht mal meinen Garten dingsen. Wieder auffüllen.
Jetzt habe ich erstmal wieder Honig ohne Ende. Ach du Scheiße. Achso, ich bin was ganz anderem hierher gekommen. Oh, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich das auch einfach hier machen können. Bei dem hier. Da, 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 da. Da 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 da. Oh, ich kann's kaum erwarten, bis Hogwarts Legacy rauskommt. Echt jetzt? Sebastian, dein Essen ist fertig! Ja, Papa! Mach mal auf, bitte! Ja! Okay. Ich kann's kaum erwarten. Komm ins Wohnzimmer! So, 45 Tango-Gutscheine. Beim letzten Mal waren es 44. Interessant, das variiert wohl. Bunte Mischung. Ich kann nicht sehen, wie viele Gutscheine ich habe. Ja, ich komme!